Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dwegmieri. Auf diesem Channel ist es auch sehr windig und auf diesem Channel hier bin ich ein Drache mit Flügeln und Schweif. Ja, und auch hier gibt es eine Karte zu gewinnen. Die, die es auf dem Hauptchannel noch nicht mitbekommen haben, ich verlose zwei Kinotickets für den Film Meisterdetektiv Pikachu. Ich werde noch dazu schreiben, wie, wo, was, wann, wo das Kino ist und so weiter, da schreibe ich noch alles dazu. Ja, auf diesem Channel hier müsst ihr natürlich auch drei Fragen beantworten, die es aber auf dem Hauptchannel zu finden gibt. Den muss ich zwar nicht pushen, aber ja, fand ich eine nette Idee. Also die erste Frage ist, seit wann gibt es meinen Hauptchannel? Also da möchte ich das genaue Datum haben. Dann etwas eine schwierigere Frage. Und zwar habe ich letztes Jahr Wachteleier vom Wachtelshop bestellt. Und da würde ich gern wissen, welche Farben von den Wachteln, welche Farbschläge ich bestellt habe und wie viele Eier es waren. Und dann die dritte Frage. Es gibt ein Video von Basteln für Hamstermeerschweinchen und Co., wo ich einen Futterspieß bastel. Da würde ich gern wissen, was habe ich da für Gemüse verwendet. Ich gebe euch einen Tipp, es sind drei verschiedene Sorten. Das Ganze schreibt ihr mir entweder per E-Mail, per Facebook, wobei ihr beachten müsst, dass ich bis zum 8.5. nicht antworten kann. Ich bin leider wieder mal auf Facebook gesperrt. Ja, Religionssachen. Dann gibt es noch Twitter oder Instagram. Im Normalfall, jeder hat E-Mail-Adresse. Das heißt, am besten auch bei der E-Mail antworten. Die Kommentarfunktion habe ich, wie ihr bestimmt gesehen habt, deaktivieren müssen. Weil wenn da einer hinschreibt, die richtigen Antworten oder auch die falschen Antworten, und dann schreiben alle ab, das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck. Ich möchte ja, dass ihr euch ein bisschen anstrengen müsst, wenn ich schon, wie viel kosten so Kinokarten, 12, 13 Euro für jeden ausgebe. Also ja, auch hier die letzten Momente mit meinem tollen Hühnerauslauf. Sie haben von da hinten, wobei das gelbe Haus ist nicht abschließend, dahinter geht es noch ein bisschen weiter. Und bis daher sind 20 Quadratmeter. Darf laut dem österreichischen Tierschutzgesetz nicht so sein. Jedes Huhn braucht 8 Quadratmeter Auslauf. Dafür gibt es aber ein Video auf meinem Hauptchannel. Ist auf jeden Fall sehenswert. Könnt ihr euch mal anschauen, wieso ich die jetzt einsperren muss auf, ich glaube, es sind viel weniger, also Stallhaltung, Bodenhaltung muss ich umschwenken. Naja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Macht fleißig mit. Ich möchte nicht alleine dann im Kino sitzen. Wäre ein bisschen ungut. Und dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Video.